Wow, was ist denn das da oben am Himmel? Das ist ein großer Spalt. Um ihn herum ist es so still, als wäre die Zeit stehen geblieben. Dann gehen wir mal ran und gucken uns das an. Und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir hier bei Crush Volific 89. Nun wird es Zeit, dass wir gegen Dialga antreten werden. Welches dann nur auftaucht, wenn man sowohl Selfie, Vesprit als auch Turbots im Team hat. Ja, wir haben im letzten Part jetzt auch noch, zuletzt noch, Moment, Selfie einkassieren können. Ja, wir haben jetzt alle drei im Team und deshalb können wir jetzt auch gegen Dialga nur in exklusiv in Alpha Saphir und exklusiv in Omega Rubin gegen Dialga kämpfen. So, es wird Zeit für einen weiteren Fangversuch, also geben wir unser Bestes. Thunder Wave! Oh je, Zeitenlärm setzt jetzt gleich seine stärkste Attacke ein. Au, 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 au. Das hat natürlich ordentlich reingehauen. Ich weiß nicht, ist die... Ich glaube, die Attacke war von Typ Drache. Ja, Typ Drache war sie. Deswegen wird der Metagross keine Probleme haben. So, ich setze am besten gleich wieder auf Mega-Entwicklung, weil die Zurückhaltungsattacke wird dieses Mal nur wenig Schaden machen, da ja die Alga auch von Typ Stahl ist. Und ich traue mich leider jetzt Gottes nicht mit härteren Angriffen zuzuschlagen. Ich meine, sein Kopfstoß könnte es vielleicht noch aushalten, aber... Naja... Moment, Aurasphäre? Wow, ich hätte nicht gedacht, dass die Attacke auch noch beherrscht. Ich meine, klar, die Attacke kann es zwar lernen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es sie... Oh, okay, passt. Wie ist mir gedacht, ich hatte da wirklich schon Angst. Wäre es ein Critical Hit gewesen, wäre es schon wieder vorbei. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es die Attacke gleich von Anfang an drauf haben würde. Ja, Aurasphäre ist ja nicht bloß Lucario vorbehalten. Das haben wir... Das, bestätigt dieses Pokémon selbstverständlich. Und es gibt da auch noch andere Pokémon, die Aurasphäre lernen können. Zum Beispiel, Torgekiss. Ja, Torgekiss kann auch noch Aurasphäre lernen. So, noch eine letzte Zurückhaltung zur Sicherheit. Und das wär's. Volltreffer hätte schon früher sein müssen. Egal. So, Zeit für die Fangversuche. Ich habe mir, wie ihr sehen könnt, habe ich mir wieder offscreen einige Hyperbälle gekauft und nun wird es Zeit zu gucken, wie viele ich jetzt für dieses Dialga benötigen werde. First Try wird es auf jeden Fall nicht mehr. Es wird dieses Mal nicht so einfach sein wie es bei ja, Zekrom der Fall war. Wow, das war schon für mich ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Durchaus. Aber jetzt haben wir bei Dialga als Ausgleich wieder eine bessere Herausforderung. Ist auch gut so, dass es sich ein bisschen besser wehrt. Dass es sich besser wehren kann. Aber ich hoffe, es übertreibt es nicht und verschwindet in die Hälfte meiner Bälle. Oder noch mehr. Wow, schon zwei, dreimal hintereinander ruckelt es nur einmal. Lichtkanone. Alter, es beherrscht einen ganzen Haufen starker, spezieller Angriffe. Die Alga ist hier echt badass. Viermal dran. Hä? Was ist denn da los? Machst du jetzt nicht so schwer, ne? Bleib mal da drin. Eins. Und schon wieder? Nein. Dieses Mal hat es mal zeitweise nur zweimal hintereinander. Wahrscheinlich wird es das letzte öfter auch so machen und dann dazwischen nochmals öfter dreimal hintereinander, bevor es dann endgültig drin bleibt. So in ein, so in eine Endlosschleife. Also so in einem bestimmten Rhythmus. Das ist immer so, dass da immer ein bestimmter Rhythmus vorkommt. Hm? Oh! Ha! Na, dieses Mal. Hm.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber sagen wir es mal so. Ich bin froh, dass wir es einkassieren konnten. Dialga, das zeitweilig Pokémon. Es besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh erscheint es als Gottheit. Klar wie Klosbrühe und Palkia hingegen kann den Raum kontrollieren. Und dieses Pokémon kann man dann auch in den Omega Rubin antreffen. Sehr schön, jetzt haben wir die Alga auch noch einkassiert. Das Pokémon habe ich nämlich auch noch vergessen zu erwähnen. So, was jetzt nur noch fehlt, ist, das ist der Wunderberg, oder? Ja. Wir müssen nämlich noch, der Wunderberg weiß ja nicht, das war ja, glaube ich, die namenlose Ebene aufsuchen. Weil dort können wir jetzt nämlich an den heutigen Tag, uns noch jemanden von den, legendären Trio fangen. Und am nächsten Tag, also am darauffolgenden Tag, werde ich mir dann noch, werde ich dann noch versuchen, mir das letzte legendären Trios zu krallen. Also ich sehe bisher immer nur den Wunderberg. Was? Moment, ne? Was war das? Da war irgendwas rot gekennzeichnet schon wieder. Blütenburgwald war das nur. Na? Habe ich etwa... Ja, Blütenburgwald. Habe ich ja etwa keine Pokémon mehr mit genügend Fleißpunkten? Vielleicht sollte ich da erstmal... Das ist der Schlotberg. Man kann also auch direkt davor landen. Ich kann bisher keinen Landepunkt erkennen. Hier irgendwo war ja der Wunderberg. Wenn ich mich nicht täusche. Irgendwo muss er hier gewesen sein, aber ich kann es nicht gerade sagen, wo. Moment! Unerforschte Höhle? Das ist aber nicht, oder? Sekunde mal, wieso wird noch die unerforschte Höhle angezeigt? Wir haben doch schon alle hier, oder? Ist es vielleicht der Ort, an den ich gerade denke, dass er es ist? Ja, tatsächlich. Man kann den Ort also immer noch aufsuchen. Aber wir brauchen ja nicht mehr, weil wir haben ja schon das legendäre Trio zusammen. Okay, ich schätze mal, wir suchen erstmal schon eine Stadt auf. Wir müssen sowieso mal ein bisschen heilen hier. Fliegen wir gleich nach Brosbach City und wechseln die Pokémon aus, weil wir brauchen jetzt nicht mehr Selfie, Vesprit und Turbutz. Weil, Palkia gibt es ja, wie schon gesagt, nur in Omega Rubin exklusiv, weil wir spielen ja gerade die Alpha Saphir Version und wissen wir ja schon, habe ich schon ersten Part erwähnt. Ich glaube, ich muss auch wirklich wieder mal was ansprechen. Das habe ich nämlich in Dragon Ball Xenoverse schon wieder gemerkt, aber das war auch schon längere Zeit her. Man fragt mich jedes Mal... Man fragt mich jedes Mal mitten beim Let's Play, auf welcher Konsole ich das spiele, obwohl ich das schon am ersten Part angebe, für welche Konsole es erschienen ist und für welche ich es gerade spiele. Und das macht mich ein bisschen kirre. Ich muss sagen, das geht mir schon richtig auf den Keks, weil... Wieso habe ich eigentlich Absol abgelegt? Das brauche ich doch noch. Irgendwie nervt das mich total ab, weil ich habe, wenn ich schon erwähne, warum eigentlich... Fragt jemand trotzdem noch nach? Wenn es doch wisst, ne? Ich kapiere den Sinn nicht ganz dahinter. Warum um alles in der Welt fragt man immer noch trotzdem nach? Für welche Konsole es erschienen ist oder für welche Konsole ich das gerade spiele? Es ist auch klar wie Klo... Wenn ich schon erwähne, muss es eigentlich schon klar wie Klosbrühe sein. Weil ich erwähne das ja nicht umsonst. Aber anscheinend kommt mir das so vor. Weil ich sag schon, für welche Konsole es erschienen ist... Und ja, oder für welche Konsole ich es spiele. Und es steht auch sogar im Titel drin. Steam steht beim Titel drin, was so viel heißt wie PC. Weil andere fragen mich immer, ob ich es auf Xbox spiele oder Xbox One. Nur weil die Xbox-Steuerung angezeigt wird. Leute, guckt entweder den ersten Part von jedem Video, bevor ihr Fragen stellt. Oder
Oder guckt euch auf den Titel, weil da schreibe ich auch hinzu, für welche Konsole ich das gerade zocke. Klar. Oh. Mal ernst. Das muss doch wirklich schon offensichtlich genug sein. Über sowas kann ich echt nur einen Facepalm abgeben. Wirklich. Ich weiß, ich klinge da jetzt ein bisschen hart, aber da muss ich langsam durchgreifen, weil wenn etwas offensichtlich ist, dann ist es auch, dann braucht, weil wenn ich schon etwas offensichtlich, weil ich gestalte schon alles so offensichtlich, wie es nur geht, und trotzdem gibt es immer wieder welche, die sofort fragen und nicht daran denken, erstmals den ersten Part zu gucken oder welche Fragen, wann wieder was kommt. Dann müsst ihr doch auf meinen Kanal gucken, auf Kanalinfo, da aktualisiere ich ihn immer so schnell, wie es geht. Ich glaube, ich nehme noch ein Pokémon mit zur Sicherheit für den Fall der Fälle. Ich wollte das jetzt nur mal endgültig klarstellen, weil irgendwann geht das wirklich auf Dauer nur auf den Keks, dass man ständig gefragt wird, dass man ständig Fragen bekommt, dessen Antworten man bereits ja schon gegeben hat, ne? Oder dass so manche sogar schreiben, mach mal den Schwierigkeitsgrad runter, dann ist es spannender. Weiter hoch. Mach den Schwierigkeitsgrad höher, dann ist es spannender. Das habe ich bei Budokai 3 zuletzt noch gemerkt. Das Let's Play ist da schon vorbei. Du bist einige Wochen zu spät dran mit diesem Kommentar. Und mal abgesehen davon war der Schwierigkeitsgrad schon hoch genug, weil ich habe mir in wirklich einigen Stellen besonders schwer getan. So. Nur, dass ich jetzt mal klargestellt habe, ne? Das klingt zwar hart, wie ich das jetzt... Das kommt jetzt ein bisschen hart rüber. Aber manchmal muss man Prioritäten setzen. So ist es nun mein Leben. Es tut mir also leid, wenn ich hart geklungen habe, aber bitte, ich mache es schon so offensichtlich, wie es nur geht. Und dann möchte ich nicht noch hinterher, im Nachhinein noch mich Entscheidungen oder so rechtfertigen oder noch einmal als beantworten, obwohl die Antwort schon längst vor euren Augen ist. Sowas geht einem wirklich auf den Keks. Wie steht ihr eigentlich zu sowas? Da würde mich mal gerne eure Meinung dazu interessieren. Wenn man fragt, obwohl schon die Antwort offensichtlich gegeben wurde. Klar, für diejenigen, die was Neues sind, den Kanal müssen das trotzdem doch wissen. Ich gehe auch immer davon aus, dass diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, das auch wissen müssen, weil... So, jetzt sind wir da. Also jetzt habe ich genügend Fleiß... genügend Pokémon mit genügend Fleißpunkten. Also, da müsste man... Oder gleich im Titel lesen und nicht, Fragen, wenn es auch schon im Titel steht, Herrgott. Und der Videobeschreibung natürlich auch. Da wird auch noch alles, da wird auch noch grob zusammengefasst, was in dem Part passiert zum Beispiel. Und da kann es auch mal sein, dass ich dazu schreibe, für welche Konsole es entscheidet. Vielleicht sollte ich meine Videobeschreibung mal so abändern, dass ich, erstmal sehe ich das Wort. Du spürst einen durchbohrenden Blick, der dich kritisch mustert. Vielleicht sollte ich mal die Videobeschreibung so umändern, dass ich Informationen, nur generell Informationen über das Spiel gebe und nicht zusammenfasse, was in diesem Part abgehen wird, weil wäre besser, wenn ich lieber gleich von Grund auf Infos gebe und auch so zusammengefassten Review daraus mache. Da habe ich schon einige Let's Player gesehen, die sowas machen. Und ja. Man hat mir außerdem schon mal empfohlen, dass ich vielleicht Links zu Amazon-Seiten gehe. Was? Wieso ist Metagross vorne? Ich brauche doch... Ach, verdammt. Na gut, dann kann ich halt mal schon mal hier mit anfangen. Ich hätte vielleicht lieber die Mega-Entwicklung einsetzen sollen. Nun, worauf ich jetzt noch hinaus wollte... Man hätte mir auch noch gesagt, dass ich vielleicht Links zu Links zu Amazon-Seiten hinzufügen sollte, also wo das Spiel verkauft wird. Und ich meine, muss das denn sein? Weil
man müsste doch wissen, wo man solche Videospiele kaufen kann. Nicht nur auf Amazon, sondern auch in Geschäften in der näheren Umgebung. Damit unterstützt man doch auch die Publisher. Man muss nur wissen, welche Konsole es rauskommt. Ist das gleich, wie schon gesagt, im ersten Part auf? Oder steht vielleicht sogar im Titel, weil welche Konsole ich jetzt aktuell spiele? Ich meine, ich füge alle beide Titel zur jeweiligen Pokémon-Generation zwar ein Video hinzu. Aber ich spiele immer nur ich kann nur eine gewisse Edition spielen. Ich füge sie nur deshalb dazu, weil sie beide so ziemlich dieselben sind und nur ein paar kleine Unterschiede besitzen. Weil die Storyline ist immer noch dieselbe. Das ist klar wie Kloßbrühe. Ihr versteht ja, worauf ich hinaus will. Und ich meine, es muss nicht sein, dass ich es auf Amazon-Seiten hinweise, weil nicht jeder wird sich das jetzt auf Amazon kaufen, sondern gleich lieber in seinen Geschäften, die Geschäfte in deren Nähe aufsuchen. Die werden ja wohl auch Haupt-Videospielgeschäfte haben, und ansonsten werden sie es wohl selber im Internet auf Amazon finden können, wenn sie es jetzt den Link, da, wenn sie jetzt einfach das den Namen des Spiels suchen gehen. Also wenn sie da einfach in die Suchleiste den Namen des Spiels eingeben. Und ja, dann ist es schon da. Dann ist es direkt vor deren Nase als Suchergebnis. Dann können sie es auch gleich schon kaufen. Das muss ich also nicht machen. eBay oder Amazon-Seiten Amazon-Links hinzufügen. Das halte ich jetzt als nicht notwendig. Also empfinde ich jetzt nicht als notwendig, ne? Da muss schon, wie sagt man am besten? Da muss man schon selbstständig handeln und wissen, wie es läuft, ne? Ist ja wohl nicht so schwer, ne? So. Ich hoffe, ich habe es genug abgeschwächt, weil jetzt lege ich mal meinen Tank, Panzer-Aeron nach vorne. Weil das tankte alle Attacken. Das müsste alle Attacken wegtanken von Kobalium. So. Was?! Ach, ich bin so blöd! Ich bin so ein Idiot! Ich hab total vergessen, dass ich... den Boy... das... Oh, nein! Biggest fail in my life. Aber ernsthaft. Ich hab nicht nur vergessen, dass Panzer-Aeron den Beulenhelm trägt und somit wenn es von physischen Attacken getroffen wird, den Gegner auch Schaden zufügt. Nein, ich habe zudem auch vergessen, nach Dialga zu speichern. Jetzt muss ich dieses Vieh wieder von vorne fangen und noch dazu habe ich sogar noch mehr Bälle verbraucht als beim letzten Mal. Hey, ich hoffe, dass es bei Pokal Kobalium jetzt nicht so schlimm wird. So eine Scheiße. Das habe ich total verschwitzt. Oh. Das könnte auch mir passieren. Oh shit. Ja, mit Schwertanz macht es sich gleich noch härter. Da nützt dann selbst Panzer-Aerons Tank. Nützt dann selbst Panzer-Aeron. Nein, doch keine Bälle. Selbst Panzer-Aerons Verteidigung nicht. Also es nützen selbst Panzer-Aerons hohe Verteidigungswerte gar nichts. Oh mein Gott, das habe ich endlich wieder. Ich bin jetzt so aufgewühlt, dass ich jetzt gar nicht mehr sprechen kann. Ja. Kann zwar passieren, aber trotzdem, ich hätte mir so etwas gerne erspart. Na gut, hoffen wir das Beste drauf, dass das Pokémon sich meine Pokémon alle wegbeischt, weil es jetzt schließlich mit Schwertanz sich gerade extremst aufpumpt und mir jede Menge Sorgen dadurch bereitet. Nein. Den Kopfstoß nicht, das ist ja ein normal effektiv, weil wegen Kampf und so. Das wäre dann zu viel. Heilige Scheiße. Das kann sich noch ziehen, ey. Haben wir es jetzt mal gleich? Soll man zurückhalten und dann hätten wir das. Also los. Oder dreimal.
Ja, nicht, dass mein Mittagross vorher wegstirbt. Ich setze noch einmal zur Sicherheit ein und dann sehen wir weiter. Passt schon, so. Oh, weil, Lieber doch mal einen gleichen Trank einsetzen. Naja. Sollte mir auch bald wieder dazwischen Kohle sammeln, damit ich mir noch ein paar Top-Genießungen dazu kaufen kann, für alle Fälle. So. Eieiei, es pumpt sich richtig auf. Und ich wette, der erste Ball wird auch gleich wieder schief gehen. Schauen wir mal. Danach fehlt ja nur noch ein einziges Pokémon, nämlich Viridum. Wenn wir das erstmal haben. Dann hätten wir eigentlich schon alle Legis gefangen, die wir fangen können. Ich sehe schon ganz einen Haufen, den wir einkassiert haben. Es sind auch meist sogar Pokémon darunter, die man, glaube ich, nur in Events, bei Events bekommt. Oder... ja, was weiß ich, eh nur Editions- oder generationsbedingt sind. Es ist halt zu schade, dass man hier nicht auch noch Arctos, Zapdos, Lavados und Mewtwo fangen kann, aber die sind halt für Pokémon X und Y vorbehalten. In X und Y sind nämlich Arctos, Zapdos und Lavados herumstreuende Pokémon. Ach du Scheiße, ey. Der Schwertanz zeigt Wirkung, aber sowas von. Das ist nicht gut. Den nächsten Angriff kann es nicht überleben. Aber ich bleib trotzdem mal dabei. Und guck, wie es weitergeht. Weil ich kann Panzeron jetzt auch nicht reinschicken, weil ich vergessen habe, wieder den Pollen bei ihnen abzulegen. Ach. Und leider Gottes setzt die Paralyse des Öfteren nicht durch. Aber ich gebe noch nicht auf. Was ist denn noch? Oh ne. Ja. Metagross ist weg vom Fenster. Shit. Und damit auch die Mega-Entwicklung. Also Smogmog kann physische Attacken ganz gut standhalten. Das Problem ist, dass aber nur Kampfattacken dagegen nicht effektiv sind. Eieiei. Wäre auch zu schön gewesen. Na, immerhin. Immerhin tankt es die Attacke hier besser weg. Und Metagross hat ja auch nicht die allerhöchste physische Defensive. Der physische Angriff ist eher das, was ihm liegt. Ja, der Angriff ist bereits auf. Der Angriff ist bereits auf Maximum. Kannst du sie noch weiter steigern? Oh shit, ey. Ich glaube, ich muss wieder Beleber und einsetzen. Ich muss, glaube ich, Metagross wieder zurückholen. Ich glaube, das kann ich nicht lange überleben. Oh Mann. Ich dachte, das steckt es noch weg, weil letztes Sankt Klinge hat es, glaube ich, auch best. Sehr so gut weggesteckt. So gut wegstecken können. Heilige Scheiße. Genau aus diesem Grund bin ich froh, dass ich das nicht in eine Nuzlocke-Challenge hinzufüge. Ich glaube, ich werde sowas bei einer Nuzlocke-Challenge auch nicht machen. Das tut mir natürlich leid, aber. Das wäre dann zu viel. Come on. Mann, ruckelt es mal dreimal. Das Vieh ist so... bah! Oh, fuck. Scheiße. Na ja, toll. So viel zu Lebeldra. Mann, das ist doch echt nicht euer Ernst.
Boah. Das ist Drecksvieh. Eieieiei. Come on. Bitte. Ich hätte mir wirklich eindeutig sehr viel Ärger ersparen können, wenn das mir nicht passiert wäre. Das ist eine dumme Fehler. Wieso befreit es sich jetzt mal nach jedem zweiten... Wieso kann es eigentlich niemals dreimal rockeln lassen? Und dann befreit es sich wieder inzwischen sofort. Das ist immer das behinderte Muster. Heilige Scheiße. Nicht, dass es dazu kommt, dass es wieder als Verzweifler einsetzt, weil... Ich weiß nicht, so viel AP hat es ja bei seinen Attacken anscheinend nicht, oder? Was hat das drauf? Schwerttanz, Heimzahlung, Eisenschädel und Sanctoklinge. Naja, ich glaube, Heimzahlung hat schon mehr als genug AP. Und auch Sanctoklinge, glaube ich, hat so einige. Heilige Scheiße! Come on! Das kann doch nicht so weitergehen, bitte. Ah! Na also. Sehr schön, es fehlt nur noch viel wiederum, dann haben wir sie alle. Gott sei Dank, ey. Ey, Mann. Kobalion, das Eisenkern-Pokémon. Sein Körper und sein Herz sind aus Stahl. Gemeinsam mit seinen Gefährten bestraft es alle Menschen, die Pokémon verletzen. Mit der Macht der Gerechtigkeit. Sehr schön. Fehlt nur noch Viridrum, dann ist unsere Arbeit hier getan. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen, weil, ja. Man kann ja diese, weil, diese Pokémon sind ja nur tagesbedingt. Und Viridrum kann man nur montags und donnerstags fangen. Beziehungsweise taucht nur montags und donnerstags auf. Ich erklär das aber dann ab dem nächsten Part nochmal auf, wie es genau abläuft. Also wie die Pokémon alle gefangen werden in diesem Spiel. Also in praktisch in Omega Rubin und Alpha Saphir. Und den nächsten Part... Wenn wir dann versuchen, uns noch Viridrum umzufangen, wie schon bereits erwähnt. Also, Daumen hoch geht es mir insofern, wenn es gefallen hat. Und ich hoffe, seid ihr dann wieder beim nächsten Mal mit dabei. Also, seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush4thefig89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Also, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.